Yo, Freunde, sind wir wieder. Herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin. Es ist Creed 4 Black Flag Online. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei meiner letzten Session. Und wir machen hier natürlich gleich weiter mit dem Wolfsrudel. Im letzten Part hatten wir ja Dominanz gespielt. Das war passiv von mir. Sehr passiv von mir gespielt. Aber wir haben es abgeschlossen, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob wir es schon mal gemacht hatten. Es kann natürlich sein, aber das weiß ich ja nicht mehr. Und wir haben es auf jeden Fall jetzt gemacht. Ganz frisch. Und jetzt warten wir auf Spieler, wo wahrscheinlich keine kommen. Jetzt gucken wir uns mal unsere Trophäen an, um zu gucken, was die da wollen, ob man den Modus gewinnen muss oder ob es reicht, dass man den nur mal bestritten hat, den Modus. Weil wenn wir den Modus noch gewinnen müssen. Suche nach Spielsitzungen. Oh. Oh. Wäre das. So, wo haben wir es hier? Oh, zwei Spieler. Oh, ein Spieler. Warum ist das nicht nach Rang sortiert? Hm. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Spielsitzung aufgrund zu weniger Spieler geschlossen wurde. Sich auch hier Zeit, ne? Also ganz gechillt, mal warten. Sortieren nach Rang. So. Suche nach Spielsitzungen. Und das, was ich prophezeit habe. Man sucht wieder stundenlang nach irgendwelchen Spielsitzungen. Hey, wir haben einen gefunden. Yippie. Ja. Wo ist es denn jetzt hier mit dem... Spielen Sie jeden Modus? Okay, ich muss nicht gewinnen. Sehr schön. Ah, geht doch. So, meine Freunde. Dann nehme ich jetzt mal Kabuto. Zack, zack. Den Mediziner. Bisschen angeben. Oh, rote Latenz. Juhu, das wird wahrscheinlich wieder total laggy sein. Aber so richtig laggy. Nicht nur so halb laggy oder so, sondern so richtig fett laggy wird das jetzt. Oh nee. Och nee. Hab ich ja keinen Bock drauf. Die Spielsitzung beginnt sofort. Das wird wahrscheinlich auch so einer sein, der komplett drauf geht. Boing, boing. Rennt er schon los? Ich muss hinterher. Hier sind noch die Gegner. Oh, das sah cool aus. Das war nichts. Okay, der rennt einfach drauf los und knallt die ab. Killt die, mach ich das jetzt auch.
Bums. Schauen wir da. Danke, Kollege. Schwupp. Abgeknallt. Der steht nicht mehr auf, Leute. Der bleibt liegen. Hier geht's rein. Der läuft weg. Der Messer hat gar nicht getroffen, oder? Nee. Das wäre irgendwie viel cooler, wenn man den verkackt, den Messerwurf. Dass wir dann, dass man ihn dann nochmal aufheben kann. Das war er doch gerade hier. Ich wollte schon sagen. Schon mal gesagt, wenn man gut ist, dann schafft man hier gleich beim ersten Attentat wirklich hier Sequenz 5. Das ist kein Ding für ein Kind eigentlich. Das geht steil. Aber nur wenn man gut ist. Ne? Und Geduld hat. Da sind sie alle. Hier. Oh, wo will der denn jetzt hin? Oh nee. Jetzt haben wir mal wieder eine volle Sitzung. Das ist manchmal wie verhext. Eben gesucht, 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 nichts gefunden. Zack. So, Leute. So geht das. So macht das richtig Spaß, finde ich. So macht das richtig Spaß, wenn man wartet, schön so stealth-mäßig sich anschleicht und so. Ah, hier denkt dann jeder an sich, weißt du, wie ich meine. Oh, der könnte ihn killen, da gehen meine Punkte verloren. Und dann kommt vielleicht noch der Zeitdruck, ja, wenn du den jetzt nicht killt, schaffen wir es eh nicht, weil die Zeit dann abläuft. Und so ein Gedöns alles, wisst ihr, aber man kommt durch, denke ich mal. Also, ich hatte auch schon Runden gehabt, da kommt man durch, wenn man wartet. Weil je mehr man sich die Punkte, je länger man wartet, desto mehr Punkte erreichen wir. Das ist halt auch wieder, finde ich, ja, was auch dann eher auch zum Erfolg führt. Jetzt kommt er von da oben runtergesprungen. Ja, haha. Sequenz 7, das haben wir auch schon besser gesehen. Das haben wir wirklich, wie gesagt, auch schon besser gesehen. Aber nichtsdestotrotz. Lobby gefunden, wo ich auch drin bleiben werde. Deswegen mache ich dann jetzt hier auch nochmal schnell einen Cut für euch, Freunde, dass wir dann gleich weitermachen können. Und der Niron verabschiedet sich jetzt hier von euch und ich wünsche euch alles Gute, habt noch einen schönen Tag und Niron hier ist out, lasst den dritten Schritt. Yes, sir!